Ey Mann, was soll diese Scheiße? Ich kann das voll nicht begreifen. Ich bin es leid, mein Gesicht ist von Enttäuschung gezeichnet. Ich will das alte MW2 zurück. Warum? Weil das heute nicht mehr das gleiche ist. Ich reiß in der Zeit zurück. Früher hat es noch gebockt. So im Zehnkampf am Job vor die Blazy gehockt. Dann gezockt mit den Jungs. Du vergisst dann die Zeit, wenn es stimmt. Deswegen zocken wir meistens so bis morgens um 5. Aber scheiß drauf, ich hab keine Sekunde bereut. Dieses Suchtpotenzial, doch wo haben wir das heute? Früher wurde die Zeit mit nem COD ausgenutzt. Heute ist das Neueste nach nem Vierteljahr ausgelutscht. Was sind die Sports, mal die Maps, die nicht lang? Digga, langsam frag ich mich, verdammt, wann passt denn mal alles? MW3, Flop, BO2, Top. Ghost war dann Hotz und da W hat gebockt. Doch auf lange Zeit Flop, jetzt reißt Rad der Geduldsfaden. Ihr müsst mal wieder Gas geben, durchstarten. Damals wurde nicht nur auf Gameplays geschwitzt. Wir haben in S und Z auf der Blazy zerfickt. Das war Teamwork, keiner hat gehackt. Für den Sieg abdecken, schützen, ja du rennst und ich schießt. Das ist Leidenschaft am Spiel, dicker Spaß an der Sache. Verkomm egal, was für ne KD du hattest. Ich bin Gamer und wie's jetzt ist, geht nicht klar, weil ihr dieses Drecksbiss versifft habt. Ich will, dass Hex und die Cheater verschwinden. Cookie schießt sie Richtung Mond, da wo niemand sie findet. Yo, BO3, bitte mach wieder süchtig oder bring mir MW2 back, ich vermiss dich. Es wird Zeit, dieses Leid, es erdrückt mich. Komm zurück zu uns allen, man vermisst dich. Wenn ich zurückblick, ist die Entwicklung ein Rückschritt. Sammel CODs und nahm jedes davon ein Stück mit. Deine Zeit gezockt, bis dann jeder merkte, das ist nichts. Und die CD mit deinem Tritt von dem Tisch liegt. Täglich diese Frage, Mann, was ist das eigentlich? Ob COD in einer Midlife-Crisis ist, das kann gut sein. Doch wir wissen's leider nicht. Wir können nur hoffen, es kommt mit der Zeit zurück. Ich geb auf jeden kleinen Hacker nen Fuck. Ihr habt durch Mods das Game nicht besser, sondern schlechter gemacht. Im BO2 auf die Triple, da war Zocken noch geil. In AW war die Triple nach ner Woche erreicht. Das war ein COD, was auf den ersten Blick pervers gut ist. Und dann kommt so ne Penner mit Reverse Boosting. Scheiß auf Hex, lass doch einfach mal zocken. So wie früher mit der Crew vor der Blazy zu hocken. Scheiß auf Salter. Was da los, ich zock mit 30 noch. Auch mit 100, ja Bruder, na weil es einfach Bock. An die Entwickler macht BO3 wie den zweiten Teil. Neue Maps und Waffen, dann kann sich jeder mal einig sein. Ist das so schwer, hört die Zuschauer nicht? Naja, wir werden sehen, was die Zukunft so bringt. Ich bin echt nicht sicher, was der Zukunft so droht. Doch wenn BO3 floppt, dann ist COD tot. Ich bin Gamer und wie's jetzt ist, geht nicht klar, weil ihr dieses Drecksbiss versifft habt. Ich will, dass Hex und die Cheater verschwinden. Cookie schießt sie Richtung Mond, da wo niemand sie findet. Yo, BO3, bitte mach wieder süchtig oder bring mir MW2 back, ich vermiss dich. Es wird Zeit, dieses Leid, es erdrückt mich. Komm zurück zu uns allen, man vermisst dich. Ich bin Gamer und wie's jetzt ist, geht nicht klar, weil ihr dieses Drecksbiss versifft habt. Ich will, dass Hex und die Cheater verschwinden. Cookie schießt sie Richtung Mond, da wo niemand sie findet. Yo, BO3, bitte mach wieder süchtig oder bring mir MW2 back, ich vermiss dich. Es wird Zeit, dieses Leid, es erdrückt mich. Komm zurück zu uns allen, man vermisst dich.